Sie warten bestimmt auf jemanden. Für einen Drink ist noch Zeit. Shena. Aber nennen Sie mich Reyes. Ich hasse Decknamen. Ich dachte, Sie wären Angaranischer. Der Widerstand bezahlt mich für Information. Und andere Dinge. Sie sind ein Schmuggler. Vane Tereth wurde von Sloane Kelly, der Anführerin der Verbannten, verhaftet. Jeder weiß, was er Moshai Sefer angetan hat. Das Volk fordert seine Hinrichtung. Und Sloane ist eine Frau des Volkes. Ich mag sie jetzt schon. Nun, sie mag sie aber nicht. Sie kennt mich doch gar nicht. Sie arbeiten für die Initiative. Sloane war Teil des Aufstandes auf der Nexus. Sie wird ihnen Vane nicht einfach überlassen. Ich nehme ihn mit, ob es ihr gefällt oder nicht. Ich muss sagen, sie gefallen mir. Es gibt vielleicht noch einen anderen Weg. Bearbeiten Sie Sloane. Ich rede mit dem Widerstand. Wie erreiche ich Sie, falls etwas schiefläuft? Hey, die Rechnung! Stimmt so. Dachte ich mir. Und? Haben Sie sich nett unterhalten? Sie hätte mich beinahe erschossen. Keine Sorge. Ich habe eine andere Lösung gefunden. Lassen Sie mich raten. Es gibt einen Haken, richtig? Keinen neuen. Vergessen Sie nicht, dass Ephra Vane leben will. Wenn Sie drin sind, geben Sie ihm das. Es wird sich durch alles fressen, worin Sloane ihn gefangen hält und kann nicht zu uns zurückverfolgt werden. Ein Agent des Widerstandes wird warten und Vane aufsammeln. Was, wenn er versucht abzuhauen? Alles berücksichtigt. Sie konzentrieren sich nur auf, naja, was immer Sie von Vane brauchen. Um die Ecke ist ein Wartungsschacht. Ich schicke Ihnen den Zugangscode auf Ihr Universalwerkzeug. So kommen Sie rein. Der Rest sollte dann eigentlich kein Problem mehr sein. Da wäre immer noch die Sache mit der Rechnung, auf der Sie mich sitzen lassen haben. Tut mir leid. Normalerweise bin ich der perfekte Gentleman. Wieso glaube ich Ihnen das nicht? Weil es gelogen ist. Kommen Sie ins Tartarus, wenn Sie fertig sind. Die erste Runde geht auf mich. Versprochen. Ich hoffe, Sie haben von Vane bekommen, was Sie wollten, bevor er seinen Kopf verloren hat. Ja, Sloane und ich haben uns geeinigt. Ich konnte mit ihm sprechen, bevor... Sie wissen schon. Ich bin beeindruckt. Ich hätte nicht gedacht, dass sie vernünftig mit sich reden lässt. Tja, ich bin eben gut. Offensichtlich. Also, was kann ich für Sie tun? Das Kollektiv und die Verbannten scheinen sich nicht sonderlich zu mögen. Nicht alle sind glücklich darüber, unter Sloanes Fuchtel zu stehen. Sämtliche Ressourcen Kadaras gehen an die Verbannten. Wir anderen kriegen nur die Reste ab. Das Kollektiv behauptet zwar, unter ihm wäre es anders, aber es ist schwer, einem anonymen Anführer zu vertrauen. Vor allem bei einem Titel wie Scharlatan. Ich muss zugeben, ich bin ein bisschen neidisch. Es ist ein viel besserer Deckname als Shena. Haben Sie eine Idee, wo das Kollektiv operiert? Angeblich in einem eleganten Versteck in einer der Höhlen in Drawlia. Ich war selbst noch nie dort. Waren Sie an der Meuterei auf der Nexus beteiligt? Ich hatte mit diesem Unsinn nicht das Geringste zu tun. Warum haben Sie die Nexus dann verlassen? Ich fand die Art, wie Tan die Dinge gehandhabt hat, nicht gerade vertrauenserweckend. Also entschied ich, dass ich alleine besser dran bin.
Ich bin gemeinsam mit den anderen von Bord gegangen und schließlich hier gelandet. Ihr Deckname, Shena. Was bedeutet er? Shena ist das angaranische Wort für Mund. Ich bin gut mit Worten. Mhm. Sie sind ein wahrer Poet. Ich habe mir den Namen nicht selbst ausgesucht. Wie lange arbeiten Sie schon mit dem Widerstand zusammen? Ein paar Monate. Nachdem Sloan Kadara Port vor den Cat gerettet hat, wollte Aphra darüber informiert bleiben, was hier vor sich geht. Er dachte, die Leute wären einem von ihnen gegenüber vermutlich etwas auskunftsfreudiger. Und er hatte recht. Sloan ist tough, aber das gilt auch für die Cat. Wie hat sie sie vertrieben? Unterschätzen Sie niemals das Überraschungsmoment. Die Cat waren auf einen Angriff aus dem Hinterhalt nicht vorbereitet. Aber sie kennen jetzt Sloans Taktik. Nächstes Mal wird sie nicht so viel Glück haben. Ich sollte jetzt besser gehen. Ryder. Ja? Verstehen Sie mich nicht falsch, aber Sie sind hier nicht sonderlich beliebt. In Kadara Port, meine ich. Autsch. Was ich damit sagen will, ist, Sie brauchen einen Freund, einen Insider, der Ihnen zur Seite steht. Ich könnte dieser Freund sein. Falls Sie also Informationen über Exilanten, Sloan oder was auch immer brauchen, kommen Sie zu mir. Danke, denke ich mal. Ryder, gut, dass Sie hier sind. Sie haben bestimmt schon von den Morden gehört. Vor dem Crawlers liegt eine frische Leiche. Einige der Einheimischen sagen, der Scharlatan sei dafür verantwortlich. Das glaube ich nicht. Der Scharlatan ist vorsichtig. Er geht diskret vor. Wer auch immer es getan hat, wollte, dass die Leichen gefunden werden. Um jemandem eine Botschaft zu schicken. Aber wem? Vielleicht ist der Mörder ja unzufrieden damit, wie Sloan die Dinge handhabt. Weniger als ein Drittel der Opfer gehört den Verbannten an. Nein, wenn ich wetten müsste, und das tue ich oft, würde ich sagen, es waren die Rokar. Was sollten die Rokar in Kadara Port wollen? Kadara Port wurde von den Angara erbaut und vor Sloan auch von ihnen geleitet. Ich denke, die Rokar waren hier auf der Suche nach neuen Rekruten. Doch dann ist die Sache aus dem Ruder gelaufen. Ein angaranischer Hafen unter der Kontrolle von Fremden ist genau die Art von Ziel, die sie sich aussuchen würden. Das Problem ist nur, ich habe keine Beweise und der Widerstand will sich die Rokar nicht zu Feinden machen. Ich schätze, da komme wohl ich ins Spiel. Ich brauche ihre schicke KI, um nach Beweisen für eine Beteiligung der Rokar zu suchen. Die Leute haben Angst, Ryder. Das ist ihre Chance, sich in Kadara Port Freunde zu machen. Es klingt, als wäre ich für diesen Plan ziemlich unverzichtbar. Sam ist unverzichtbar. Sie sind nur ein Bonus. Hey, ich habe noch nicht eingewilligt, Ihnen zu helfen. Das stimmt. Aber ich habe das Gefühl, meine Chancen stehen gut. Einer der Tatorte ist ganz in der Nähe. Melden Sie sich bei mir, wenn Sie dort sind. Ray sollte eigentlich hier sein. Also läuft da irgendwas zwischen Ihnen und Rails? Das ist doch... Keine Bewegung. Waren wir zu laut? Schnauze! Farrah wird sich mit Ihnen befassen. Sie wissen, was als nächstes geschieht. Sie werden mich und meine Freunde töten. Ich hätte allerdings vorher noch einige Fragen. Nein, sie werden bluten, genau wie die anderen. Es ist also wahr. Sie haben Unschuldige ermordet. Invasoren und Sympathisanten sind keine Unschuldigen. Ich verteidige mein Zuhause. Geben Sie nicht Ihrem Hass nach. Wir können friedlich zusammenleben. So wie hier auf Kadara? Sloan belügt mein Volk und nutzt es aus, um Macht zu erlangen. Ich bin nicht Sloan. Sie sind alle gleich. Nicht so schnell.
sehr spät. Ich habe eine gute Entschuldigung. Sie sehen, es sind drei. Steht nicht einfach nur rum! Zwei. Tötet sie! Noch wütend. Sterbt! Die Straßen Kadaras sind wieder sicher. Das haben sie gut gemacht, Ryder. Und keine Sorge, ich kümmere mich darum, dass alle wichtigen Leute wissen, wem sie dafür zu danken haben. Wir sind ein gutes Team. Vorsicht. Ich habe langsam den Eindruck, sie mögen mich. Wäre das denn so schlimm? Kommt darauf an. Lassen Sie sich mal wieder blicken, Pathfinder. Ryder, perfektes Timing. Das erspart mir die Mühe, nach Ihnen zu suchen. Soll ich wieder gehen? Sie wirken wie jemand, der Spaß an der Jagd hat. Der Schein kann trügen. Ich bin für solchen Unsinn zu schüchtern. Na klar, Sie sind die Schüchternheit in Person. Also, was wollten Sie von mir? Eine geschäftliche Konkurrentin, Sia Cordia, hat Fracht gestohlen, die ich für einen Kunden befördert hatte. Und ich soll Ihnen helfen, sie wieder zu beschaffen. Genau. Wir haben bei dieser Roka-Sache so gut zusammengearbeitet, dass ich dachte, Sie wären vielleicht bereit dazu. Wie konnte Ihre Konkurrentin diese Fracht überhaupt in die Finger bekommen? Durch ihre übliche Taktik. Sie hat meinen Mittelsmann betrunken gemacht und dann sein Schiff gestohlen. Das klingt, als würden Sie aus Erfahrung sprechen. Bitte. Wenn ich einen Job zu erledigen habe, gönne ich mir nie mehr als drei Drinks. Was hat sie gestohlen? Keine Ahnung. Mein Kunde hat mir einen Bonus gezahlt, damit ich keine Fragen stelle. Angesichts meiner Preise muss es allerdings ziemlich wertvoll sein. Sie haben nicht nachgesehen? Ehre hat einen Preis und mein Kunde war bereit, ihn zu bezahlen. Okay, ich helfe Ihnen. Aber wir teilen den Profit 50-50. 60-40. Mein letztes Angebot. Abgemacht. Sia genehmigt sich immer einen im Crawler Song, wenn sie auf Kadara Halt macht. Also sollten wir dort anfangen. Vielleicht weiß Umi ja etwas, das uns weiterhilft. Sie warten bestimmt auf jemanden. Das ist mein Text. Oh. Wollen Sie einen Drink oder ein Zimmer? Eigentlich Information. Die kosten aber mehr als eine Runde Drinks. Das erledigt meine Freundin. Dafür erwarte ich aber einen Gefallen. Sie sind die einzige Person, der ich gern was schuldig bin. Was wollen Sie wissen? Sia Cordia, war sie in letzter Zeit mal hier? Ihre Ex? Ja, die war hier. Ex? Wie in Freundin? Freundin ist ein zu starkes Wort. Wir haben ein paar Mal was zusammen getrunken, also... Sie war hier? Ja. Sie hat einen Salarianer getroffen. Verschlagener Typ, den ich noch nie gesehen hatte. Vielleicht der Scharlatan. Möglich ist alles. Haben Sie Ihr Gespräch mitgehört? Sie wollten jemanden am Spirit's Ledge treffen. Danke, Umi. Schon okay. Sie haben es nicht von mir. Wenn Sie den Treffpunkt überprüfen, folge ich der Spur mit dem Kollektiv. Ich bezweifle zwar, dass sie ja den Scharlatan getroffen hat, aber man weiß ja nie. Geht es Ihnen darum, Ihre Fracht zurückzukriegen, oder wollen Sie Ihrer Ex eins auswischen? Aber Ryder, sind Sie etwa eifersüchtig? Beantworten Sie die Frage. Es geht um die Fracht. Ich lasse meine Kontakte spielen. Melden Sie sich, wenn Sie am Treffpunkt sind. Okay, Lea. Könnte es sein, dass das alles ein ausgefeilter Trick war, um Sie herzulocken? Sie meinen, es gab nie eine Fracht? Bravo, ich wusste, dass du es irgendwann rauskriegst. Sia. Du konntest einem großen Gewinn noch nie widerstehen. Was soll ich sagen? Ich bin eben gierig. Deshalb hast du auch keine Freunde. Du bist egoistisch.
Reyes ist ein besserer Mann, als Sie glauben. Oh, Schätzchen. Sie haben ja keine Ahnung, wie sehr Sie sich irren. Aber das kommt noch. Lass sie da raus. Du scheinst sie wirklich zu mögen, Reyes. Schluss mit der Scheiße. Worum geht's hier? Du hast ja alle guten Jobs in Kadara geschnappt. Und das hat nicht nur meine Aufmerksamkeit erregt. Und jetzt hat die örtliche Schmugglergewerkschaft beschlossen, mich auszuschalten. So ungefähr. Ach, Scheiße. Angriff. Ich wusste zwar, dass ich nicht beliebt bin, aber ich hätte nie gedacht, dass die anderen Schmuggler sich gegen mich zusammentun. Das ist irgendwie schmeichelhaft. Sie könnten es nochmal versuchen. Machen Sie sich Sorgen um mich? Reyes. Nur die Ruhe. Ich weiß jetzt, dass Sie kommen. Sie können mich nicht mehr überraschen. Ach, so viel Aufwand. Und es springt kein einziger Credit dabei raus. Es geht nicht immer nur um Credits. Das stimmt. Was Sie da vorhin gesagt haben, dass ich ein besserer Mann bin. Danke. Gern geschehen. Ich sollte hier mal aufräumen. Sie war ein Miststück, aber es wäre falsch, sie einfach liegen zu lassen. Ryder, ich habe gerade an Sie gedacht. Ich würde liebend gerne Genaueres erfahren, aber das hier ist kein privater Kanal. Ich könnte es Ihnen ja bei ein paar Drinks erzählen. Sloan hat zu einem geselligen Beisammensein geladen und ich konnte eine Einladung ergattern. Hätten Sie Lust, mich zu begleiten? Bitten Sie mich gerade um ein Date? Ich verspreche, ich werde ein wahrer Gentleman sein. Wir sind nur Freunde, die miteinander ausgehen. Ganz wie Sie wollen, Ryder. Sloan veranstaltet eine Party? Ich hätte nicht gedacht, dass sie der Typ dafür ist. Sie betrachtet diese Veranstaltungen als notwendiges Übel, um die Leute bei Laune zu halten. Zu kostenlosen Drinks sage ich nie nein. Vor allem dann nicht, wenn sie aus Sloans Privatvorrat stammen. Wir treffen uns vor dem Hauptquartier der Verbanden. Halt! Privatveranstaltung! Ich treffe hier einen Freund. Nicht ohne Einladung. Sie gehört zu mir. Reyes Vidal. Gehen Sie rein. Reyes Vidal. Ich dachte schon, Sie tauchen gar nicht auf. Wissen Sie noch, was ich über die Kunst der Verspätung sagte? Stellen Sie mich Ihrer Begleitung vor. Pathfinder, das ist Kima Dorgan. Eine Freundin. Sie vertritt die Angara gegenüber Sloan. Ich hätte nicht gedacht, dass Reyes Freunde hat, nur Kontakte und Kollegen. Oh, die bin ich auch. Wer hat ihm wohl eine Einladung zu diesem Event beschafft? Ich hatte gehofft, dass er sie mitbringt. Er redet nur noch von Ihnen. Ach, tatsächlich? Ich muss leider unterbrechen. Ich muss was erledigen. Sie verlassen mich schon? Dauert nicht lange. Heute sind wichtige Personen hier. Mischen Sie sich ein wenig unters Volk. Behandeln Sie alle Ihre Dates so oder bin ich eine Ausnahme? Ich mach's wieder gut. Versprochen. Und schon ist er weg. Eine Ahnung, was er vorhat? Denken Sie nicht über Reyes Pläne nach. Genießen Sie die Party. Verflucht. Warum können die Lagernummer nicht am selben Ort sein? Lassen Sie uns was trinken. Ich hätte wissen müssen, dass Sie irgendwas vorhaben. Ryder, es ist nicht so, wie es aussieht. Sie benutzten mich nicht als Ablenkung, um Sloans Sachen durchwühlen zu können? Na schön, doch, habe ich. Aber es kommt uns beiden zugute. Versprochen. Sie versprechen ziemlich viel. Verdammt, da kommt jemand. Wir brauchen eine Ablenkung.
Oh. Sorry. Ich denke, wir sind wieder sicher. Ich weiß nicht. Wir sollten uns lieber noch mal küssen. Jetzt machen Sie sich über mich lustig. Na endlich. Da ist er ja. Darum ging es hier? Um Whisky? Das ist die einzige Flasche Mount Mayhem in Andromeda. Dreifach destilliert und 645 Jahre alt. Das ist kein Whisky, das ist ein Schatz. Ich hoffe, Sie teilen ihn mit mir. Ja, vielleicht. Verschwinden wir von hier. Es ist wunderschön, nicht wahr? Manchmal vergesse ich das. Ist Andromeda so, wie Sie es sich erhofft hatten? Jeder Tag ist ein Abenteuer und selbst meine freien Abende sind interessant. Wie steht's mit Ihnen? Warum sind Sie hergekommen, Reyes? Um kein Niemand zu sein. Für mich sind Sie kein Niemand. Ich habe den Eindruck, dieser Kurs war mehr als nur ein Ablenkungsmanöver. Sie warten bestimmt auf jemanden. Reyes? Ich will den Scharlatan treffen, keinen drittklassigen Schmuggler. Sie sind ein und derselbe. Überraschung. Sie haben mich die ganze Zeit belogen. Nicht in allem. Sie wissen, wer ich wirklich bin. Sie sagten, Sie wollten die Dinge klären. Wie? Durch ein Duell. Sie gegen mich. Der Sieger bekommt Kadara Port. So wollen Sie einen Krieg verhindern? Durch ein Duell? Besser nur zwei Leute versuchen, sich gegenseitig umzubringen, als Dutzende. Einverstanden. Ein Scharfschütze erzielt auf Sloan. Schaff sie weg und gib der Crew Bescheid. Heute Nacht holen wir uns Kadara Port. Jetzt haben Sie wohl alles, was Sie wollten. Was ich will, ist Frieden. Sloan hätte den Krieg nach Helie gebracht. Und wir sind zu wenige, um das zu überleben. Wieso haben Sie mir nicht vertraut? Ich hatte Angst, Sie würden mich nie wieder so ansehen wie zuvor. So wie jetzt? Ich bin nicht gut für Sie. Ich weiß. Ich hätte Sie im Thronsaal erwartet. Ist das Tartarus nicht ein bisschen schäbig für Kadaras neuen Herrscher? Ach, kommen Sie, Ryder. Sie wissen, ich bevorzuge die Schatten. Ja, weil Sie zwielichtig sind. Aber auch attraktiv, oder? Das übernimmt Kima Dorgan für mich. Die Angara, der Sie auf Sloans Party begegnet sind. Und ohne Sloan ist auf Kadara jetzt auch Platz für die Initiative.
Ich suche sofort nach Freiwilligen für einen Außenposten, aber das könnte dauern. Ihr Ruf ist nicht gerade gut. Wir sind nicht alle Diebe und Mörder, okay? Ich schon, aber einige der anderen sind echt nett. Ganz bestimmt. Scherz beiseite. Ich will diesen Außenposten ebenso sehr wie Sie. Er wird unter meinem Schutz stehen. Das verspreche ich. Ich bin mit dem Richtigen verbündet. Wenn der langweilige Geschäftskram jetzt geklärt ist, würde ich gerne etwas anderes machen. Sie haben wieder irgendwas vor. Unser erstes Date war nicht gerade romantisch. Wollen wir das nachholen? Ich wusste nicht, dass Sie ein Romantiker sind. Es gibt vieles, was Sie nicht über mich wissen. Seit ich die Nexus verließ, hängt mein Leben von Geheimnissen ab. Ich will zwischen uns keine Geheimnisse mehr, Ryder. Sie sind doch ein Rätsel. Was? Mir lag etwas Albernes auf der Zunge. Und was? Sie haben mich gelöst. Oh, kein Wort mehr. Unser erstes Date war nicht gerade romantisch. Wollen wir das nachholen? Ich bin wirklich... Ganz ruhig. Das ist kein Walzer. Seit ich die Nexus verließ, hängt mein Leben von Geheimnissen ab. Ich will zwischen uns keine Geheimnisse mehr, Ryder. Versprechen Sie nicht zu viel, Reyes. Sie werden immer Geheimnisse haben. Belügen Sie mich nur nicht in wichtigen Dingen. Danke. Wofür? Für Verständnis. Wollen wir uns davonschleichen? Ich habe einen fantastischen Lagerraum entdeckt. Stabile Kisten. Abgelegen. Niemand, der uns stört. Ein Lagerraum? Sie verwöhnen mich. Es wird wie unser erstes Date. Nur besser. Can't stop thinking about your beautiful face. Sitting on the sand with the shimmering waves. Summer's almost gone, but you know what they say. You can't forget about these glistening days. Can't stop thinking about your beautiful face.